Tricks, Kleine. Geniale Tricks? Rainbow Dash denkt, dass ich... Oh! Geniale Tricks? Oh! Und dann war ich plötzlich ganz weit oben in der Luft. Und Rainbow sah rüber zu mir und sagte... Geniale Tricks, Kleine. Wow! Das hat sie wirklich gesagt? Ja, es klang fast so, als hätte sie vor, mich unter ihre Flügel zu nehmen und mir alles beizubringen, was sie kann. So, als würde sie meine große Schwester sein wollen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Das war ein wirklich nettes Kompliment von ihr, aber... Ich weiß schon, was ihr sagen wollt. Das heißt nicht, dass das nicht auch passieren kann, oder? Natürlich. Kann schon passieren. Es muss doch möglich sein, mehr Zeit mit dir zu verbringen, damit sie noch öfter sehen kann, wie großartig ich bin. Naja, Applejack und ich wollen am Wochenende einen Ausflug zu den Wasserfällen unternehmen. Vielleicht kann ich sie überreden, auch Rainbow Dash zu fragen und dann kommst du auch mit. Wirklich? Ja, sicher. Ich möchte auch mitkommen. Na klar. Schön, wenn du auch mitkommst. Und ich frag Rarity, ob sie auch mitkommt. Rarity steht auf Camping. Ich verabscheue Camping. Diese Natur. Applejack geht mit ihrer kleinen Schwester wandern. Aber, na gut. Wenn du keine Zeit mit mir verbringen willst. Gut, in Ordnung. Oh, aber zuerst muss ich ein Outfit finden, das dem komfortlosen Leben angemessen ist. Seht ihr? Ich wusste, dass sie mitkommt. Hast du das Insektenspray? Yep. Hast du auch das Kochgeschirr? Yep. Sieht so aus, als wären wir soweit. Oh! Mann, Rarity, hast du vergessen zu packen? Wollen wir mal sehen, wer als letztes lacht, wenn du verzweifelt bist, weil du deine Wimpern tuschen willst und merkst, dass du deine Wimperntusche vergessen hast? Nun, dann sieht es so aus, als wären wir jetzt alle soweit. Aber was ist mit Rainbow Dash? Kommt Rainbow Dash denn auch mit? Natürlich kommt sie mit, Zuckerschnute. Wir treffen sie an unserem ersten Lagerplatz. Oh. Okay, dann los. Auf geht's, Ponys. Sind wir endlich da? Die letzten 1000 Mal, die du gefragt hast, lautete die Antwort nein. Diesmal lautet sie ja. Da oben ist Rainbow Dash. Okay, Scootaloo. Bleib einfach ganz cool. Hey, Rainbow! Hey, Rainbow Dash. Was geht ab? Wieso habt ihr denn so lange gebraucht? Nun, einige von uns haben nicht so leichtes Gepäck wie andere. Das hat uns ein bisschen aufgehalten. Sieht aus, als würden wir zwei uns ein Zelt teilen. Gern, wenn das für dich in Ordnung ist. Sicher, solange du nicht schnarchst. Sag schon, du schnarchst doch nicht, oder? Nein, Blödsinn, ich doch nicht. Ich habe noch keinen Tag, ich meine keine Nacht geschnarcht. Dann werden wir beide hervorragend miteinander auskommen. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Sweetie Belle, sei ein Schatz und besorg mir bitte ein paar frische Blumen für meine Nachttischvase. Hey, Scootaloo, sei ein Schatz und besorg bitte noch ein bisschen Feuerholz. Nein, ernsthaft. Holst du uns Holz fürs Lagerfeuer? Natürlich! Okay, macht es euch jetzt alle bequem. Denn ich werde euch die beste Geschichte erzählen, die ihr je gehört habt. Willst du erzählen, wie Rarity Flügel hatte und die kaputt ging und du sie davor gerettet hast, in den Tod zu stürzen? Okay, vielleicht ist es die zweitbeste Geschichte, die ihr zu hören bekommt. Obwohl sie bestimmt die gruseligste ist. Ihr mögt doch auch Gruselgeschichten, oder? Alles passierte in einer Nacht. Einer ruhigen Nacht wie dieser. In einem Wald. In einem Wald wie diesem. Und dann stellte das uralte Pony eine Frage. Wer hat mein rostiges Hufeisen geklaut? Ich war's nicht. Du hast es! Ich habe mich gerade verschluckt. Ich hatte kein bisschen Angst. Wow, gute Geschichte. War doch klar, dass du keine Angst hast.
So mutig, wie du letztens warst. Du bist wie ich. Furchtlos. Ja, furchtlos. Mach dir keine Sorgen. Rarity ist hier und passt gut auf dich auf. Ich denke, es wird Zeit, mich ins Stroh zu hauen. Keine Angst, mein Schwesterchen. In unserem Zelt gibt es kein uraltes Pony. Das war doch lustig, oder, Rainbow? Alle hier haben sich vor dem uralten Pony gefürchtet. Nur ich nicht. Tja, du bist eben tough. So war ich auch in deinem Alter. Ich geh in die Falle. Komm nach, wann immer du willst. Da ist nichts. Das bilde ich mir alles nur ein. Und diese Geräusche sind doch nicht das Stampfen des uralten Ponys. Hufeisen. Mein rostiges Hufeisen. Wer hat mein rostiges Hufeisen? Wer hat mein rostiges Hufeisen? Für ein Geräusch? Ist hier drin eine Mücke? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe geschlafen wie ein Fohlen. Ja, die beste Nacht aller Zeiten. Gut, dass du ausgeruht bist. Wir haben noch einen langen Marsch vor uns. Aber der wird sich lohnen, wenn wir die Wasserfälle erreichen. Ja, ganz bestimmt. Oh! Ich schwitze doch nicht. Oh nein, ich habe angefangen zu schwitzen. Aber selbst wenn es so ist, ist es das wert, denn ich verbringe Zeit mit meiner kleinen Schwester. Ich habe nur das Gefühl, dass dieser Wagen mit jedem Meter schwerer wird. Es ist mir egal, ob dieser Wagen so schwer ist wie eine Horde Mulis. Wenn wir nicht vorankommen, ist es dunkel, bevor wir den Zeltplatz erreichen. Dunkel? Ich fahre mal vor, um sicherzustellen, dass der Pfad frei ist. Wir wollen doch den Einbruch der Dunkelheit nicht hier verbringen. Mir ist das egal. Naja, weißt du, ich mache das für die ängstlichen Ponys. Oh, jetzt schlaf bloß nicht ein. Wir müssen noch vor Einbruch der Dunkelheit den Zeltplatz erreichen. Du bist nervöser als ein Wurm in einem Apfel, wenn Apfelsaft hergestellt wird. Was ist denn los, Scootaloo? Gar nichts. Ich dachte nur, ich hätte was gehört. Sicher, dass alles okay ist? Du wirkst ein bisschen schreckhaft. Ich mache nur meine Übungen. Du weißt doch, wie wichtig es ist, so oft wie möglich die Hinterhand ausgiebig zu dehnen. Brauchst du vielleicht noch ein bisschen Hilfe? Oh, ist das süß von dir. Danke. Ja, wozu hat man denn Freunde?
Wir brauchen heute Nacht die Zelte nicht. Wir errichten in der Höhle unser Quartier. Oh, super! Eine tiefe, dunkle Höhle. Perfekt für unsere Geschichte heute Abend. Alles, was wir brauchen, ist ein Lagerfeuer und schon geht's los. Natürlich. Ich bin gleich wieder zurück mit viel Feuerholz aus dem tiefen, dunklen und überhaupt nicht gruseligen Wald. Danke. Okay, ich schaff das schon. Ich zähle einfach bis drei, dann springe ich vor und hol die Äste. Eins, zwei, drei. Kommt, Ästchen, Ästchen, Ästchen. Oh Mann, es ist ja kälter als eine Hundeschnauze da drin. Bruh. Wo steckt denn Scooter, Lou? Hier, bitteschön. Das ist alles? Ja, mehr konnte ich nicht finden. Es gibt leider nicht so viele Bäume hier in der Gegend. Mehr brauchen wir nicht. Setz dich ruhig eine Weile zu Rainbow Dash. Nun gut, wo war ich? Oh ja, beim gruseligen Teil. Hey, ich habe eine Idee. Kann ich heute eine Geschichte erzählen? Klar, gern. Aber Hauptsache, sie ist gruselig. Es war einmal ein wirklich, wirklich nettes Pony. Das lebte in einem schönen, sonnigen Land, in dem Regenbögen zu sehen waren und in dem es unendlich viele Freunde hatte und... Sei mir nicht böse, aber es ist nur eine echte Lagerfeuergeschichte, wenn alle Ponys zittern. Ich habe gehört, dass diese tiefen Wälder heimgesucht werden. Vom kopflosen Pferd. Es galoppiert nur in der Nacht. Aber wenn es keinen Kopf hat, woher weiß dieses Pony dann, in welche Richtung es galoppiert? Es ist kopflos, nicht hirnlos. Und es sucht nach verloren gegangenen kleinen Ponys. Und wo befindet sich sein Gehirn? Ugh, Angst und Schauder tropft aus der Luft. Und am Ende hat man nie wieder etwas von ihnen gehört. Ha? Nie wieder? Nie wieder. Keine Sorge, ich bin ja heute Nacht bei dir. Es ist doch noch nicht Zeit, ins Bett zu gehen. Doch, Scooterloo, ich denke schon. Aber wir haben bis jetzt noch gar keine Lagerfeuerlieder gesungen. Darum musst du mich nicht zweimal bitten. 99 Körbe stehen auf der Mauer. 99 Körbe voll Eicheln. Nimm einen runter, reich ihn herum. Dann hast du noch 81 Körbe voll Eicheln. 41 Körbe voll Eicheln. Nimm einen runter, reich ihn herum. Dann hast du noch 40 Körbe voll Eicheln. Einen Korb voll Eicheln. Nimm einen runter, reich ihn herum. Dann hast du noch 0 Körbe voll Eicheln. Schlaf, gute Nacht. Hey, wie wär's mit noch einem Lied? Irgendjemand? Wie wär's mit einem Tanzwettbewerb? Ich weiß, ihr legt doch gerne mal einen Kessenhuf aufs Parkett, oder? Ich habe eine super gute Idee. Wir spielen Verstecken. Wer macht mit? Oh, vielleicht morgen. Oh. Wie es aussieht, scheinst du nicht gern schlafen gehen zu wollen. Gibt es einen besonderen Grund? Natürlich nicht. Ich liebe Camping und ich bin so gern mit Rainbow zusammen, dass ich nicht eine einzige Minute mit Schlafen verschwenden will. Dummer Schlafmann. Ist schon okay, Scoot, aber jedes Pony braucht seinen Schlaf und ich brauche ihn jetzt. Das ist so unfair. Hoffentlich schlafe ich auch gleich ein. Das kopflose Pferd erwischt, wird mich nie irgendjemand wiedersehen. Aber ich will nicht in Vergessenheit.
herzlich willkommen, Scootalo. Prinzessin Luna! Ich dachte, du bist das kopflose Pferd. Du hast dich wohl geirrt, aber ich hoffe nicht, dass du jetzt enttäuscht bist. Du bist mir doch so viel lieber als das kopflose Pferd. Aber was machst du denn hier? Wieso bist du nicht im Canterlot? Ich bin die Prinzessin der Nacht. Demnach ist es meine Pflicht, in deinen Träumen zu erscheinen. Oh ja. Moment, dann ist das nur ein Traum? Aber es ist irgendwie so echt. Ich versichere dir, dass du ganz fest schläfst. Aber wenn du aufwachst, werden die Dinge, die dir Angst machen, immer noch existieren. Das kopflose Pferd? Ist das kopflose Pferd wirklich das, vor dem du dich am meisten fürchtest? Am meisten Angst habe ich davor, dass Rainbow Dash herausfindet, dass ich nicht so tough bin, wie sie denkt. Jedes Pony hat Ängste, Scootalo. Und jedes Pony muss ihnen auf seine Weise begegnen. Aber man muss sich den Ängsten stellen, oder die Albträume werden immer wieder kommen. Stell dich deinen Ängsten! Prinzessin Luna? Es war nur ein Traum. Aber das kopflose Pferd nicht. Rainbow Dash sagte, es lebt hier. In diesen tiefen Wäldern. Das schreckliche Wehen des kopflosen Pferdes. Also, einen Kopf hat das Pferd nicht. Das bedeutet, es hat doch kein Maul. Und wenn es kein Maul hat, dann ist es auch kein kleine Ponys fressendes Pferd. Aber es ist immer noch ein Pferd ohne Kopf. Hallo? Ist da irgendwo jemand? Jemand außer dem kopflosen Pferd? Das bist ja du! Dankeschön, Dankeschön! Wieso musst du dich hier mitten in der Nacht herumtreiben? Es ist an der Zeit, dich nun endlich deinen wahren Ängsten zu stellen, Scootalo. Es tut mir so leid, Rainbow Dash. Ich wollte Zeit mit dir verbringen und dir beweisen, wie cool ich bin. Und ich dachte, dass du mich unter deine Flügel nimmst und mir zeigst, was du weißt und so etwas wie meine große Schwester bist. Aber dann hast du angefangen, diese Gruselgeschichten zu erzählen und ich hatte Angst. Ich dachte, ich hätte das kopflose Pferd gehört und dann bin ich rausgerannt und... Naja, ich schätze, du kennst den Rest. Hey, ich erzähl dir mal was, aber wenn du es den anderen erzählst, dann werde ich es abstreiten. Als ich damals diese Geschichten hörte, hatte ich auch Riesenangst. Ja, wirklich? Sicher. Ich meine, ich kam schnell darüber weg, weil ich wusste, wenn es wirklich so ein kopfloses Pferd gäbe, würde ich es mit ihm aufnehmen. Du suchst also nach einem Pony, das dich unter seine Flügel nimmt, hä? Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Wirklich? Ja, aber nur, wenn du mir versprichst, in Zukunft nachts nicht mehr in einen Fluss zu fallen. Das verspreche ich. Schwesterteams! Die letzten an den Wasserfällen sind schimmlige Karotten! Oh, wenn du darauf bestehst. Na los, wir sind die Ersten! Die glauben echt, die könnten uns zwei schlagen. Wer hat mein rostiges Hufeisen? Hier ist es um Ponys Willen. Und jetzt hör endlich mit dem Gekrächze auf. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.